Jo, moin, ihr Flügt unter Heule, Belandraten und Rätti und herzlich willkommen zurück zu Anno 1602, Erschaffung einer neuen Welt. Mit dabei ist der Valvorik. Ja, servus und hallo. Und wir müssen die Prüfung nochmal ablegen, Valvo. Bist du bereit? Von vorne zu beginnen, meine Damen und Herren, denn ganz kurz zur Erklärung, vielleicht auch wissentlich, also wissend vermittelnd für alle da draußen, die derzeit auch Anno 1602 über den Uplay Game Launcher starten. Wenn tut's man, nicht. Tut's nicht. Tut euch eingefallen und tut's nicht. Denn Folgendes ist passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das andere Video hochlädt oder nicht. Ich demonstriere es einfach mal hier. Die Spielstände, die eben, wenn man das Spiel über den Uplay Launcher startet, Anno 1602, und hier drin auch speichert im Spiel, die gibt es dann physisch nicht. Es gibt zwar diese Beschriftung hier im Spiel, aber es gibt keinen physischen Speicherstand irgendwo auf der Festplatte dazu. Man kann ein bisschen recherchieren bei Google und wir haben das jetzt rausgefunden, dass man den Ordner Save Game im Ordner Uplay Game Launcher Games Anno 1602 GER oder GER manuell hinzufügen muss, und wenn man das Spiel dann nicht über den Launcher startet, sondern über die Exe in diesem Ordner, dann funktionieren hier auch die Save Games. Testbar an, Test. Tada! Er macht den Launcher dann aber trotzdem auf, oder? Weil das braucht ja wahrscheinlich einen Launcher, um zu starten, das Spiel. Ich vermute es mal, der Launcher läuft jetzt eh bei mir im Hintergrund. Ja, dann. Nur wir haben das Spiel nicht gestartet über den Launcher. Wir haben das Spiel gestartet über die Exe im normalen Spielerordner. Ja. Also für alle, die es spielen und das Problem haben, dass man es nicht laden kann, that's the reason why. So. Ja, deswegen, wir starten jetzt neu rein in die Prüfung. Text kennt ihr ja schon. Wählt eure Fahne. Plumpski. Ich habe Déjà-vu. Ich auch, aber diesmal sieht die Insel hier oben ganz gut aus. So. Ja, genau, das wird auch immer neu generiert. Bei jedem neuen Start wird hier neu generiert, wo sich was befindet, welche Insel. Genau, weil wir jetzt letztes Mal, glaube ich, hier unten gestartet. Und ja, ihr seht schon, also so eine Insel hatten wir, glaube ich, nicht gewählt mit so vielen Flüssen. Irgendeine Version vor, wo wir rumgetestet haben, war es einfach nur eine Vulkaninsel. War ja auch eine lustige Insel da, dieses H-förmige, was wir dem Gegner weggeschnappt hatten, dem Roten. Ja. Und also eine gute Insel, und der hatte sich dann auf das H setzen müssen. Haha. Setz dich mal aufs H. Warte mal, was ist denn da unten eigentlich gerade, wo sie vorbeifahrt, diese Insel? Ist die nicht auch nett? Nein, nein, nicht die, sondern die links, rechts daneben, hier, die. Ja, die habe ich angesteuert. Okay, passt. Wir müssen nur schneller sein als Blau. Go, 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 go. Ja, Blau fährt die dumm, das passt. Frage ist, ich setz gleich einfach hin, ja? Ja, ja. Ohne Erkunden, ja. YOLO. Ne, 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 ne. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Mal schauen, wann er drauf kommt. Oh, wir haben sogar Erz. Sehr schön. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Alles klar. Hau ab, ja? Hau ab. Und wann kommt er drauf? Hau ab, hau ab. Du kommst schon rein. Oh, da möchte er sich ersetzen. Puff, Siedlung fertig. Neues Land wurde erschlossen. Die KI baut ja instant sofort alles gleichzeitig. Ding. Meine Siedlung ist fertig und deine so. Lustig wäre es, wenn man jetzt so reagieren würde. Auch so. So ein bisschen wie Siedler von Katan. So. Du magst das und ich will mit mir handeln, ja? Neues Land wurde erschlossen. Oh, das ist, oh ja. Lang ist sehr. Lang. Lang. Ja, ja. Die berühmten Asiaten Ling Ling und Lang Lang. Grüße gehen raus auch an die Asiaten. Wir nehmen es auch mit eurem Volk auf. Ja, die sind die Österreicher, die Homs gehen wie in Größen von uns. So, fangen wir mal an mit 2-3 Holzfällern. Die hier brauchen erstmal ein bisschen mehr. Mehr Holz. Wir brauchen mehr Holz. Zack.
So, dann würde ich sagen, fangen wir auch mit den Schafen gleich an. Och ja. Ja, es ist jetzt echt ein bisschen schade, dass wir das hier ein so ein bisschen... Ein Mitspieler erweitert seine Ländereien. Lol, der Noob, ey, der hat sich diese kleine Insel hier geknappt. Okay. Du Noob, du Blauer, du. Gleich neben uns. Hat ein Auge auf uns. Ja, hat ein Auge auf unsere Insel geworfen, glaube ich, eher. Wer ist hier da vorbei? Händler? Händler. Pirat, tot. Das wäre jetzt Highlight, ey. Endlich eine gute Insel und dann tot. So. Warum fehlt es denn? Holz. Das ist immer an Holz. So. Was soll der Geiz mit der Holzfäller? Was war denn bei der Prüfung nochmal relevant? Was musste man denn da schaffen? Nochmal für die Zuschauer. Man musste mindestens 70 Punkte erreichen, damit man versetzt wird. Man muss. Wie was? Also auch oh, schade, du hast den ganzen Gang zerrissen. Ich hatte gesagt, man braucht sie mindestens 70 Punkte, um versetzt zu werden. Okay. Ach, ja. Du stellst eine gute Frage. Nach vielen Abenteuern habt ihr euch nun an den, habt ihr nun den Wunsch, eine aufstrebende Stadt zu errichten, die sich mehr als 500 Einwohner Bürger nennen dürfen, in der sich so rum. Regiert geschickt und maßvoll, wir maßvoll ist klar. Entscheidet wohl, wie viele Inseln ihr zur Eigenproduktion von Gütern besiedeln wollt. Speichert geschickt und maßvoll. Ja. Ihr wollt doch nicht bestimmt die ganze Scheiße nochmal machen, oder? Nee, wollen wir nicht. You play! ja, Eigenproduktion, Handel, unbesondere positive Bilanz von 250 Taler haben. Also Burgers, 500 Burgers, also Stufe 3, Pioniere sind Stufe 3 bei McDonald's. Ach ja. Okay. Weiß nicht, bei McDonald's ist eigentlich nur noch mein einziger Gag mit Fire in the Hole, aber den habe ich schon so oft gebracht. Ich würde sagen, die Stadt machen wir einfach mitten rein hier, oder? Wenn man nur noch einen Gag hat, weißt du? Den man immer und immer wieder bringt. Du bist ja wie Mario Barth. Boah. Kennst du? Ja, kenne ich. Weil ich sie letztes Jahr schon erzählt, hast du das Jahr davor schon erzählt? Ja, nee. Hab ich. Müsste eigentlich mal jemand irgendwie so sein Handy auf ganz laut stellen oder irgendwie Boxen mit dabei haben und dann diese eine Szene aus Simpsons, der Film, wo Krusty der Clown während irgendeiner langen Erklärung einfach nur so langweilig. Oder kennst du? Ja, kenn ich. Ich weiß auch nicht, Mario. Pass auf, ich und meine Freundin hier, ja. Ja, die Freundin des Freundes von Freund und, oh Gott. Der hat sich auch irgendwie, ich weiß nicht, Entschuldigung für alle Mario Barth-Fans da draußen. Ja, zu Beginn war es mal witzig, aber das war ja so null Weiterentwicklung darauf. Ja, aber auch die Frage, ob es dann, ist es gut, sich für einen Künstler weiterzuentwickeln oder in welchem Maß? Nicht, dass man dann hört, damals warst du viel besser. Wenn man dann was anderes macht, als was bisher gemacht hat. Aber ja, jedes Mal hat dasselbe, ist dann auch die Frage, wozu zahlt man das dann eigentlich? Warum sollte man sich das antun? Ja, also ich finde, eine gewisse Art Weiterentwicklung muss immer drin sein, egal wo. Mhm. Ich weiß auch, warum das Fenster mir so klein vorkommt, hier ist der ganze Zeit der Missionstext drin. Weil irgendwann, du kannst den Leuten, selbst wenn sie ein neues Programm haben, du weißt, auf was er später irgendwie hinaus will immer. Wenn sie immer dasselbe Schemata, Mann gegen Frau, Frau gegen Mann, Witze sind es ja bei ihnen hauptsächlich, meine Freundin so und so und ich bin der Blöde. Blablabla. Oder was war es, Männer sind Schweine, Frauen aber auch oder irgendwie so, was weiß ich, wie die ganzen Dinge alle hießen von ihm. Aber ich meine, dafür weiß man, was man kriegt bei ihm.
Und wenn man jetzt einfach lustig mit seiner Freundin ein Programm anschauen möchte, dann, wo man weiß, okay, da wird jetzt über Männer und Frauen hergezogen, dann ist das vielleicht eher was. Das wäre jetzt auf einmal voll sozialkritisch anfangen, so. Ja, sozialkritisch würde ich sogar gar nicht abkaufen. Glaube ich. Eben, das ist dann irgendwie, du gehst dann im Programm und kriegst dann was komplett anderes. Also, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man so eine Schiene hat, wo man sagt, okay, das kann er. Oder das, ja, das aber macht ich meine, halt. Ja, es gibt ja nun mehr als sein Humor und sozialkritisch. Ich weiß nicht. Kannst du ihn heute noch hören? Nach all den Jahren? Ich meine, der ist ja auch schon 14 Jahre im Programm dabei oder so. Das Gute ist, ich habe recht spät angefangen, den zu hören. Also ja. Hat er schon gesagt, wo ist der Scheiße? Einfach weil ich ja kein deutsches Fernsehen empfange und ja. Was? Und dann du halt irgendwann kein gutes deutsches Fernsehen? Nein! Oder damals zumindest nicht. Und mittlerweile halt über YouTube das Ganze halt nachverfolge. Und dann ist es schon ganz lustig, also kann ich schon lachen über manche Gags. Aber man merkt schon, wie sie es halt wiederholt. Also. Magst du es nicht vor dem Marktplatz stellen, hier in dem Fall? Die Kirche? Ich finde, da deckst zu wenig ab. Da geht die Hälfte geht in den Wald verloren. Ach so. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, ich mach's eher. Statt einem Haus? Statt diesem Haus. Weil da kann man das mag ich nicht. Da kann man zwar parallel hier drüben aussehen und dann macht man die Städte einfach. Die Städte, ja, klar. Ich denke gleich in Mehrzahl. Die Stadt dann einfach ein bisschen breiter, weil dann nimmt man den Einzugsbereich der Kapelle halt in die Breite mit. So. Mhm. Ja, okay. Einmal drehen hier. Kommst du? Kommen wir noch zu. Da noch ein Park? Genau. Oh, süß. Oh. Ja, so, oh. So sieht ein Park bei 1602 aus. Bei 1800 und Co. ist es schon ein bisschen filigraner gehalten. So, Freunde, wir brauchen Holz. Holz, 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 Holz. Haben wir noch Holz dabei? Ne, wir haben noch Werkzeug. Hm. Achso, im Schiff. Hm. Ding, 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 ding. Klingt wie so eine Urlaubsmusik, teilweise. Ja. Ich finde, es ist auch jedes Mal wie Urlaub hier zurückzukehren. Oh, komm, wir haben schon Siedler. Dann gehen wir fixe. Außer wenn man nicht laden kann. Stell dir vor, du hast Urlaub und du kannst nicht laden. Ja, dies ist eine Pläde. Da kann man eigentlich theoretisch mal. Was haben wir hier? 1, 2, 3. Da kann man hier das auch noch größer ziehen. Jeder weiß, größer ist besser. Ist das so? Ja. Ja, ja. Aber pass auf, dass die wissenschaftlichen Studien besteht. Pass auf, dass die Feuerwehr auch noch durchkommt. Also mach vielleicht doch zwischendrin ab und zu mal Straßen. Man kann ja, die Feuerwehr hat eh nicht so eine Riesenreichweite. Ich würde fast eher sagen, man macht dann hier eine hin und hier eine. Okay. Wir müssen 500 erreichen, also die Stadt muss groß werden. Es kommt wieder auf die Größe an. Der Arno bringt auch immer dieselben Gags, ist ja wie Mario Bart. Jahrelang geguckt, immer dieselben Gags. Habe ich den schon erzählt, damals im McDonald's mit dem Milchshake? Aber jetzt, ich weiß gar nicht, welchen du meinst, muss ich ehrlich sagen. Jetzt ernsthaft? Ne? Also ich bin der Meinung, ich habe, also habe ich den hier nicht erzählt? Hab ich den dann erzählt? Bei Toni? Toni ist nicht so für diesen derben Humor manchmal zu haben. Also, Toni ist so der Seriöse von uns. Definitiv. Gut, er ist Beamter, man muss es ja. Da fällt es halt wieder hin. Wie bei Bridge Crew immer so, ja. Ja, oder wir machen es gut. Ohne zu sterben. Also, Situation, keine Ahnung, mit 14 oder so im McDöflein des Dorfes gewesen. Nach dem Bowlen. Und irgendeiner hat sich
Also ich bin der Meinung, es war ein Milchshake. Es könnte auch eine Cola gewesen sein, aber ich glaube, es war ein Milchshake. Bestellt. Und wir waren eigentlich nahezu alle fertig und er hatte keinen Bock mehr, das Getränk zu trinken. Und meinte nur so, haltet euch bereit zu gehen. Wir dachten uns schon so, was kommt jetzt wieder für eine Aktion? Die obligatorische Gurke, das Gurkenrennen an der Scheibe oder irgendwie sowas? Die Gurkenscheibe vom Bürger am Bürger an der Scheibe, so, welche Gurkenscheibe schmiert schneller an der Scheibe runter? Oder irgend so ein Blödsinn. Dann steht er auf und macht dieses Fire in the Hole. Das war der Spruch, den man, also früher hat man auch noch Counter-Strike, also das erste, wovor es Source und das andere gab, gespielt. Und das war der Spruch, bevor man eine Granate geworfen hat. Fire in the Hole. Mhm. Und dann sagt er diesen Spruch, Fire in the Hole, nimmt demonstrativ seinen Milchshake, zieht mit dem Mund den Strohhalm raus, wie als ob er die Handgranate zünden würde und wirft sie Richtung Küche. Ja. Nee, kann ich noch nicht. Okay. Okay. Warte, jetzt brauchen wir noch so Lacher wie bei Schrecklich nette Familie damals. So. Die haben auch schon vor dem Gag lachen. Immer wieder so, alle drei Minuten. Ey, das Tolle ist ja, die Lacher bei Schrecklich nette Familie in der deutschen Synchro, das sind ungefähr nur 3-4 verschiedene Varianten, die dann immer wieder abgespielt werden. Das ist so. Naja. Wäre interessant, ob die Serie auch so gezündet hätte ohne den Lachern. Ohne dummen Menschen zu sagen, hier lacht. Keine Ahnung. Ja, aber dann würde Big Bang Theory ja auch nicht funktionieren. Ich weiß nicht, wofür die Lacher sonst da sind. Oder da waren. Aber mich haben die immer voll genervt. Oh, zu viel. Schon wieder zu viel Wort. Ich muss sagen, als ich sie das erste Mal gesehen habe, die Serie, wo man als Kind nimmst du das eh nicht so richtig wahr. Aber später, je öfter du sowas guckst, desto mehr denkst du dir auch so, warum? Warum ist das mit diesem künstlichen Lachen unterlegt? Ja, im Original wird es vor Publikum aufgeführt. Und eventuell untermalt das oder bringt das dich da auch noch mehr dazu, die einzelnen Gags mitzunehmen. Aber wenn es echt nur so ist zwischen Hihi, Haha, Hoho und Huhu. Und dann fängst du wieder mit Hihi, Haha und Huhu an. Und wieder Hihi, Haha und Huhu. Weil man einfach nur 5 Samples hat. Von Lachern. Okay, ich merke, alles getriggert. Jetzt bin ich getriggert. Haha. Oh. Wird ein Handelsvertrag angeboten. Und? Oh, der dritte lässt sich wieder Zeit. Mann, das war letztes Mal schon so. Das ist der Blaue, der zickt noch rum, weil wir die Insel weggenommen haben. Ja. Nee, mit dem mache ich keinen Handel. Nee. Erst 3 Minuten später. Ja, du hast dich eigentlich hier voll verbaut, wenn ich mal da genauer gucke. Wieso? Neben am Marktplatz passt kein 4-4 mehr rein, oder? Von den Häusern. Meinst du hier zwischen? Auf der anderen Seite. Wo? Neben dem Marktplatz. Da. Hier? Ja, genau, da passen nur. Ja. Er soll auch gar nicht, da wollt ihr für Wirtshaus und so. Das Wirtshaus hast du da oben. Wo? Achso, das ist ein Haus? Ist das ein Wirtshaus oder ein Haus? Wir haben noch kein Wirtshaus. Das ist ein Haus, okay. Sah so wirtshausmäßig aus. Wir können auch noch gar keins bauen, oder? Nee. Oh, wir können schon mit Steinen anfangen. Das ist supi. Das ist supi. Das ist supi. Das ist neu. Das ist neu. Hatten wir es nicht gestern erst? Gott, ey. Ich bin ey, unsere Witze. Erster. Ey, können wir mal ein bisschen mehr? Ich, das gibt's gar nicht. Das wird ja langsam echt peinlich. Jahrelang dieselbe lustige Scheiße. Eben noch drüber witzig gemacht und selbst ist man kein Deut besser. Also der Anno war damals schon lustiger. Diabo. Wo war denn hier der Steinbruch? Da. Planst du dich auch schon deine Tournee, Anno? So wie andere YouTuber? Klar, sicher. Ich stelle mir das so komisch vor, als YouTuber auf Tournee zu gehen.
So was bringt man dann? Zeigt man dann mit dem Beamer die ganze Zeit seine lustigsten Folgen und selber dabei so. Live Reaction. Oder haut so dumme Lacher rein wie bei Schrecklich Nette Familie. So statt dem Publikum, weil das Publikum einfach nur so angeödet ist. Ja, kennen wir doch schon. Ich habe keine Ahnung. Welcher YouTuber geht denn auf Tournee? Also ich weiß, es gibt ja diese Gamescom und Video Days, wo die dann alle mal da sind und irgendwie quatschen. Nee, wirklich, quatschen, wirklich auf Tournee. Auf Tournee? Mhm, also Beats mit weiß ich. Hä? Okay. Du kennst ja gar nicht, ne? Ja doch, ich kenne Pete Smith und Bram und wie die alle bei dem heißen. Ich habe da ja auch mal ein paar Videos schon geguckt. Ist ja nicht so, dass ich mich gänzlich den ganzen verweigere. Ich guck's mir schon an, bevor ich meine Meinung bilde, aber... Pete Smith 2018 Tour. Ja, die ist ja schon vorbei, die ist ja am 19. Ja, trotzdem. Was hat er denn da gemacht? Die haben auch schon 2016 eine Tour gehabt. Ich glaube, ich habe gerade nur zur Erklärung, ich habe gerade einen Baum abgerissen und dann habe ich mit Rechtsklick das Abriss-Tool beendet, also weggelegt. Und mit Rechtsklick bricht man hier aber auch Videos ab. Und im selben Moment, wo ich das Backzug-Tool weggepackt habe, ist uns der dritte Handelsvertrag angeboten worden. Apropos, wir müssten die mal annehmen. Wo waren die denn noch? Diplomatie da. Plumps, plumps, plumps. Scheint halt irgendwas mit Autogrammstunden zu tun zu haben. Ja, okay, das kann ich verstehen. Das hat ja Gronkh mal irgendwo gemacht im Exzessiven. Ich glaube, bei einer Gamescom oder so für irgendein Spiel. Ja, gut, das war bei einer Gamescom dann, wo halt auch noch andere Spiele siehst, aber dann so extra Eintritt zahlen, um auf eine Tour zu gehen, um dann irgendwie so fünf Spacken auf einer Bühne zu sehen. Das ist ja fast so, wie wenn man nach Las Vegas fliegt, um in einem teuren Hotel zu übernachten, Eintritt zu bezahlen, an einer Convention teilzunehmen, ein Bild für Geld zu kaufen und dann noch Geld dafür bezahlen zu wollen, von William Shatner und Patrick Stewart ein Autogramm zu kriegen. Wer ist denn so verrückt? Keine Ahnung. Wer hat denn so einen an der Klatsche? So bescheuert muss man erstmal sein. Ja, komm, einmal im Leben gibt man sich sowas. Ein zweites Mal hat man auch kein Geld mehr. Seitdem spare ich wieder drauf. Das war richtig. So. Waren beide da? Es waren viele da, ja, beide waren, also Patrick Stewart und William Shatner waren da, Spock war damals noch da, der war ja noch am Leben. Ja, dann war es auch noch ziemlich günstig, oder? 1, 2, 3. Also, ich habe mal nachgeguckt, wie viel es so bei jetzt kostet, weil ich war auf der Convention in Österreich und da war, wer war denn da? Es war irgendeiner von Breaking Bad, von dieser Spin-Off-Serie. Aber ich habe Breaking Bad eben nie zu Ende geguckt, also kenne ich den auch nicht. Du meinst den Anwalt? Ja, ah, okay. Genau, das ist wohl so ein bekannter Typ. Was hat der mit Star Trek zu tun? Nein, es war eine Convention, also eine Gaming... Was hat der mit Comic-Con. Gaming zu tun? Comic-Con. Also. Was hat der mit Comics zu tun? Komm langsam nicht mehr mit. Ja, noch dabei, der... Ob nicht sogar der von Discovery war, der Captain der Lorca? Ich wusste seinen Namen auch mal. Ich glaube, der war dabei und Loras. Egos mit Isaacs. Ja, Jason Isaac. Ja, genau. Und Loras Tyrell, glaube ich, war dabei. Game of Thrones, der Schwule mit der Rose. Ach der, ich war gerade Loras Tyrell, ich hab gerade irgendwie an die Klingonen Duras und Lorel gedacht, irgendwie so, hä? Duras komische Kombi jetzt. Das ist die neue Marke von Duracell, oder was? Duras Lorel. Ja, könnte auch von L'Oreal sein, keine Ahnung. Damit ihre Stirn auch so schön wulstig wird wie bei den Klingonen. Geilo.
So was kommt nicht sind die schönen Nebenwirkungen. Du hast Lorel. Weil ich mir wert bin, oder wie man die Filme. Oh Mann. Ach ja. So, wo war ich jetzt? Ich hab keine Ahnung. Was fehlt uns eigentlich? Ich glaube, mehr Siedler, ne? Mehr Niveau. Ach, Ivo. Sie war doch besser, als ihr noch Niveau hattet. Also es hat tatsächlich mal einer geschrieben, irgendwo Asbach und 12 Jahre her schon, dass ihm meine Folgen, wo ich ganz am Anfang, bevor ich überhaupt mit Dagumi noch losgelegt hatte, du dann noch dazu kommst oder andere, die Folgen, wo ich ganz langsam und... Also mehr. Also die Folgen, wo ich mir selbst sage, boah, die würde ich mir selbst nicht mal angucken heute. Das fand er entspannter als, jetzt sag ich mal, unsere Diskussion hier. Ich glaube, das ist echt, also ich weiß nicht, also für die, nee, sorry. Die Zeit kommt nicht wieder, glaube ich. Ich meine, ich bin zwar ruhiger, wenn ich alleine aufnehme. Ja, das merke ich auch jedes Mal bei Assassin's Creed. Ich hätte auch mal ein bisschen mehr sprechen können, jedes Mal danach. Aber ohne Gesprächspartner, ich rede halt immer nur mit der Luft um mich herum. Das ist ja, so. Man ist einfach anders, wenn man ein Together macht, als alleine. Ja. Und zusätzlich auch nochmal am Anfang halt, wenn man noch voll schüchtern ist und alles nochmal dreimal aufnimmt, weil man sich denkt, scheiße, jetzt halt wie verquatscht und wie dumm klingt, wirkt das. Ja. Wie oft man da noch die also gerade beim ersten, wenn man gerade, egal wie oft du das Spiel schon gespielt hattest, das erste muss sitzen, eure Stadt, ja. Danach geht's dann am selben Tag diese Aufnahmesession. Fängst du am nächsten Tag an, ist das erste immer wieder das Hindernis, das muss sitzen, das muss sitzen, das muss sitzen. Jedes Wort muss richtig ausgesprochen, richtig, ne? Wenn du dich verlesen hast, verdammt, ich hab mich verlesen, neue Aufnahme. Pff. Ja. Oh Gott. Irgendwie verquatschen, irgendwie verlesen, ne, Neustart. Aber ich muss auch sagen, ich gucke mir lieber kleinere Let's Player an, weil vielleicht auch das, was du gerade gesagt hast, dass es schon so ist, dass manchmal ist es zu aufgeregt oder hier zu, ich weiß nicht, zu gekünstelt oder so. Und bei den Kleinen, die sind noch so natürlich, finde ich. Da ist noch nicht so ein, hier kauft meine Merch und hier verfolgt mich auf Twitter und liken und so weiter. Sondern es ist einfach noch so ein bisschen so natürlicher. Nicht so auf Geld machen, sondern so auf, ich möchte einfach ein Spiel euch zeigen. Kleinere Let's Player. Jetzt. Mit noch mehr Gefühlsecht. Ach Gott. Der ruiniert alles. Naja, ich kann dich schon verstehen. Ich für meinen Teil finde die Unterhaltung, also nicht, dass wir uns überhaupt unterhalten, sondern dass der Entertainment-Faktor, der Unterhaltungsfaktor, sag ich mal, den finde ich mittlerweile bei Let's Plays sehr wichtig, weil ich teilweise Spiele gucke, also ganz ehrlich, wenn ich das Spiel hier alleine spielen würde, ich wüsste gar nicht, was ich alles reden sollte, während der ganzen Zeit, wo ich auf Holzstein, Werkzeug, Nahrung oder sonst was warte. Und das ist dann so... Hey, wieder ein Holzbär! Awkward Moment oder so. Yeah, bauen! Zack! So, wir warten nochmal 3 Minuten. Ja? Okay, verstehe. Also, da finde ich es dann, so wie wir es hier zelebrieren, sage ich jetzt mal, angenehmer. So wie wir es machen. Macht ihr es auch so wie wir? Yay! So. Ja, stimmt, ja. Also ein paar kleine habe ich auch noch drin. Pete's Meat und so. Pete's Meat, Gronk, PewDiePie, die Kleinen. Casey Neistat. Was? Dieser New Yorker, da, keine Ahnung, ich habe den auch schon seit Jahren nicht mehr geguckt. Wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen. Also ich glaube, Casey ist richtig, aber Neistat, keine Ahnung. Okay. Also von den Großen gucke ich echt nur, oder habe ich nur Gronkh abonniert? Gucken wir jetzt zu viel gesagt, weil so richtig verfolgen tue ich den eigentlich nicht. Nur auf der Straße. nur stalken, nicht verfolgen.
wenn man dann die Zuckerrohrplantage gehen. Ich bin gerade überlegen, so. Also Pete habe ich zum Beispiel nicht abonniert. Ich habe Gronkh abonniert. Nee, ja, Pete auch nicht. Die finde ich einfach so nervtötend. Die sind so gezwungen witzig. Also wie wir. Sind wir so gezwungen witzig oder haben wir einfach nur unseren Fun für uns selbst hier? Ja, nee. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind wie so eine kleine, aus zwei Leuten bestehende Therapiegruppe, die sich gegenseitig versucht zu heilen. Oh Gott. Habe ich es noch nie gesehen. Kennst du dieses Therapeutenspiel eigentlich? Jetzt geht's los, was? Nein. Okay. Parablüsch, glaube ich, heißt das. Ja, genau, Parablüsch. Klingt wie die Teddybärenmarke, nee, keine Ahnung, sagt mir jetzt nichts. Ja, das ist, sind wirklich so. Das gibt es seit Ewigkeiten, also keine Ahnung, so das Internet gibt. Ich sag mal locker schon 10 Jahre oder so wird es schon geben. Ah, okay. Und das ist, da spielt man Therapeut von so Plüschtieren. Und die haben alle irgendwie ein Trauma. Da gibt es halt Plüschkrokodil, das versteckt sich immer unter so der. Oft angesabbert. Das versteckt sich halt unter der Decke und kommt halt irgendwie nicht raus und voll schüchtern. Und du musst halt irgendwie draufkommen, was ist mit diesem Plüschtier so passiert? Was hat das irgendwie erleben müssen? Und ist schon echt lustig. Also damals halt, gerade wo es halt noch nicht so geile Spiele gab, waren wir da voll begeistert von sowas. Okay. Und das war auch noch echt süß. Ja, halt die Fresse, Timer. Halt die Fresse! Also ja, das war lustig damals. Parablüsch. Sagt mir mal, muss ich sagen, sagt mir so gar nichts gerade. Also ich kenne du es nicht, definitiv nicht. Okay. Also so viel zur Therapiesitzung. Jo, seien Sie auch bei unserer nächsten Sitzung wieder anwesend, verehrte Damen und Herren. Hallo, ich bin Arno Holleck und ich bin Let's Player. Hallo, Arno. Wo müssen wir eigentlich die Begrüßung machen? Oh, shit. Oh, du Armer. Oh. Lass uns drüber reden. Oh, Mann. Ja, gerne. 30 Minuten lang. Besser sind eigentlich 25 Minuten. Du warst doch besser, dass du noch 30 Minuten vorhin gewartet hast. Hattest du solche Kommentare auch schon mal? Nee. Okay. Nee. Also so negative Kommentare habe ich so, weil ich ein Spiel nicht verstanden habe zum Beispiel. Ja gut, das habe ich auch schon mal gehabt. So, du kannst das ja gar nicht oder irgendwie sowas. Gut, da muss man halt drüber stehen. Ja. Lass dich verkriechen und weinen. Weil ganz ehrlich, mein Kanal heißt Anoholic, nicht Pro Gamer of Life. Sorry, es heißt auch nicht Walkthrough oder sowas. Oder ich erkläre, wie man alles richtig macht. Kann ich gar nicht, weil... Oh, hä? Haben wir wieder diesen Grafikpack mit diesen... Nee, doch nicht. Sag ganz kurz, oder? Ich meine, das können wir beim nächsten Mal weiter besprechen. Doch, da ist es wieder. In der nächsten Folge. Der Grafikglitch ist wieder drin mit der Totensense über Marktplatz. Ich weiß nicht, ob du es siehst. Oh, okay. Bisschen nee. Naja. Okidoki. Quatsch, das ist bei der nächsten Folge. Dann habe ich gerade wieder abgelenkt. Grafikglitch. ja, dann sehen wir uns in der nächsten Sitzung wieder, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Hummel, muss was. Bis dann, Anoholik. Bis dann, Anoholik.